This video is basically part two of a video that I posted a while ago. So if you haven't watched the story or if you need to refresh it one more time, head over there now and come back afterwards. Hallo, herzlich willkommen! Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute erzähle ich keine Geschichte. Heute lesen wir eine Geschichte. Ich lese eine Geschichte, du liest die Geschichte, wir lesen die Geschichte zusammen. Und das ist die Geschichte. Wo ist Mama? Wo ist Mama? Mama, ruft Tommy. Wo bist du? Mama, wo bist du? Tommy geht ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Mama, bist du hier? Bist du hier? Bist du hier im Wohnzimmer? Fragt Tommy. Er schaut nach. Schaut nach, this is part of the verb nachschauen. Sometimes we have separable verbs and nachschauen is one of them. Er schaut nach. Nein, Mama ist nicht im Wohnzimmer. Sie ist nicht im Wohnzimmer. And here you can see how we change from Mama, from the name, to the personal pronoun, sie. Nein, Mama ist nicht im Wohnzimmer. Sie ist nicht im Wohnzimmer. Ist Mama in der Küche? Mama, bist du in der Küche? Fragt Tommy. Wo bist du? Tommy geht in die Küche. Ist das Mama? Nein, in der Küche ist Papa. Papa kocht. In der Küche. Papa ist in der Küche und kocht. Ist Mama in der Küche? Nein, Papa ist in der Küche. Tommy fragt, Papa, wo ist Mama? Weißt du, wo Mama ist? Papa sagt, nein, ich weiß nicht, wo Mama ist. Ich weiß es nicht. Tommy ruft. Mama, wo bist du? Wo bist du, Mama? And here you can clearly see that it doesn't matter if you put Mama in front or at the end of the sentence. Mama, wo bist du? Wo bist du, Mama? It doesn't matter. Tommy geht ins Kinderzimmer. Ist Mama im Kinderzimmer? Tommy läuft ins Kinderzimmer. Mama, bist du hier? Mama, bist du im Kinderzimmer? Nein, Mama ist nicht im Kinderzimmer. Lisa ist im Kinderzimmer. Das ist Lisa. Lisa ist Tommys Schwester. And I just want to point out that in German we put the S right next to the name. We don't put an apostrophe. Is that in English? Apostrophe? I don't know. Yeah, we don't put anything up here. We just put the S. Lisa, weißt du, wo Mama ist? Wo ist meine Mama? Fragt Tommy. Wo ist meine Mama? Sie ist nicht im Wohnzimmer. Sie ist nicht in der Küche. Sie ist nicht im Kinderzimmer. And on these three sentences, you can clearly see that it changes the word.
We have im Wohnzimmer and im Kinderzimmer because Zimmer, it's the same part here, it's room, is das Zimmer, das Zimmer. But for Küche, it doesn't have any Zimmer in it. Küche, kitchen, is die Küche. And that's why it's different. If we have a word with die, then it turns into in der. If we have something with das oder der, then it's im. Okay. So, wo ist Mama? Lisa sagt, ist Mama im Schlafzimmer? And here you can see it again, im Schlafzimmer, because we have Zimmer at the end. Ist Mama im Bett? Here you have it just again, im Bett, because Bett is das Bett, auch wieder das. Also im Schlafzimmer, im Bett, im Kinderzimmer, in der Küche. Schläft Mama? Tommy geht ins Schlafzimmer. Ist Mama im Schlafzimmer? And now we're gonna have it a little more complicated because we're in German class. Ins Schlafzimmer und im Schlafzimmer. I just told you that das Zimmer gonna turn into im, but sometimes it can also turn into ins. It just depends on your grammatical case. The difference between those sentences is that geht ins, she's just going into the room, and here she already is there. So this one is for the moving part, and this one is for the place where she is. Okay, moving on. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. A really important sentence. Ich weiß es nicht. Tommy geht ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist ein Bett. Aber das Bett ist leer. Keine Mama. Mama ist nicht im Bett und Mama ist nicht im Schlafzimmer. Tommy fragt, Mama, wo bist du denn? Wo ist Mama? Da hört Tommy etwas. Hier bin ich. Hier bin ich. Das ist Mama. Hier bin ich. Wo ist Mama? Tommy ruft. Mama, wo bist du? Ich bin im Badezimmer. Ich bin auf dem Klo. Ach so, ach so. It's an expression you're going to use if you finally understood something. Like, oh yeah. Something like that. Ach so, now I get it. Ach so. Mama muss pipi. Mama ist auf der Toilette. And here you can see we have two words for toilet, Klo oder Toilette. Toilette is the more official one, but I think you're going to hear lots of people who say Klo, especially in a family setting or between friends. I normally use Klo. It's just if you go into a restaurant, for example, and ask, like, where's the toilet, then I'm going to say, yeah, wo ist die Toilette oder wo sind die Toiletten? I'm going to use this one. But if it's easier for you to remember Toilette instead of Klo, it's also fine. Jetzt weiß Tommy, wo Mama ist. Ich weiß es. Mama ist im Badezimmer. Mama ist auf dem Klo. Tommy weiß endlich, wo Mama ist. If you like this video, I would appreciate it if you leave a comment. I really like to read through them. And if you haven't done that yet, please also subscribe to my channel. And for everybody who missed it, my online TPRS course is available now. So the link is down in the description box and please check that out if you haven't done that yet. Ansonsten, danke für deine Zeit.
Du bist ein guter Schüler und bis zum nächsten Mal. Tschüss!